Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Unser CMO Film 7. Wir haben gedacht, wir stellen mal die Firma vor, damit ihr wisst, was wir überhaupt so tun und machen. Unser kleiner botanischer Garten am Eingang, unser Wachwauz, das ist der Apollo, ein Berger de Brie, Briard, wie immer man das ausspricht, ist ein ganz braves Tierchen, passt aber trotzdem schön auf unsere Burg auf. Die Firma CMO gibt es schon sehr viele Jahrzehnte. Irgendwann habe ich mal den Gedanken gehabt, mein Wissen an die Leute weiterzugeben. Das könnt ihr auch auf der Homepage alles nachlesen, cmo-anstein.de. Im Prinzip arbeiten wir in sechs verschiedenen Abteilungen. Alles, was mit Schusswaffen zu tun hat, Sportwaffen, Jagdwaffen, ne? Ganz legaler Waffenfachhandel. Wir sind zertifizierter Waffenfachhandel beim Landratsamt Main-Spessart. Wir dürfen alles, wir können alles. Bei Interesse einfach mal anrufen, wenn ihr da Fragen dazu habt. Ist nichts Illegales, ist völlig legal. Es gibt Jäger, es gibt Sportschützen. Wir bilden auch Sportschützen aus, da in unserem eigenen angeschlossenen Schützenverein CMO die Schützen. Wie gesagt, sechs Abteilungen, die seht ihr hier in unseren Icons. Waffenfachhandel, Software, scharfe Waffen. Dann sind wir ganz stark im Thema Bogensport und Armbrustsport. Da habt ihr ja schon einige Videos jetzt gesehen. Könnt ihr auch noch mal nachgucken? Im Zweifelsfall mich immer anrufen. Ich bin gerne für meine Gäste da und berate euch. Alles, was mit Jagd und Revier zu tun hat, nicht nur Schusswaffen und Munition, sondern auch die Zubehörteile, wie zum Beispiel Jacken, Hosen, für Anhängekupplung die Körbchen, Hochsitze, egal was, ruft uns an, Jagd und Zubehör. Selbstverteidigung und Kampfkunst. Ich selber habe seit rund 40 Jahren mit verschiedenen Kampfkünsten zu tun. Und es tut mir auch gut und es macht mir auch Freude. Ich unterrichte persönlich auch Kung Fu. Auch da wieder bei Nachfragen einfach melden. Die Abteilung Messer und Schwert war vor 20, 30 Jahren, als ich noch auf Stadtmärkten aktiv unterwegs war, sehr, sehr begehrt. Hatte jeder ein Taschenmesser. Heutzutage hat jeder Angst vor Messern. Gut, wer es nicht mag und soll es halt lassen. Aber ein Messer ist eigentlich ein Werkzeug und keine Waffe und kein Tötungsgerät. Es ist alles nicht schlimm. Schlimm sind heutzutage die Handys, das Internet und andere Sachen. Da möchte ich mich aber gar nicht drüber auslassen an dieser Stelle. Outdoor im weitesten Sinne mit allem, was man draußen machen kann. Wir haben sehr viel Erfahrung zum Thema Reisen, Expeditionen, Klettern, Geländewagenausrüstung. Wir bieten auch Geländewagentouren an, geführte von uns, wo man ein bisschen was über Karte, Navigation, Meteorologie kennenlernt. Ich habe selbst lange Zeit als Reiseleiterin gearbeitet auf dem afrikanischen, auf dem amerikanischen Kontinent. Wenn da Fragen sind, einfach melden. Was wir nicht haben und auch nicht haben werden, ist ein sogenannter Online-Shop. Davon differenzieren wir uns. Ihr seid hier in unserem Fachgeschäft. Wir haben 500 Quadratmeter Ladenfläche. Wir besuchen gleich die sechs verschiedenen Abteilungen. Nicht alles ist zu sehen, selbstverständlich, weil es ein öffentliches YouTube-Video ist, aber viele Sachen werdet ihr sehen und hoffentlich auch Freude dran haben. Eine ganz wichtige Abteilung, über die ich noch gar nicht gesprochen habe, ist unsere Werkstatt. Ist gleichzeitig Posteingang, Wareneingang. Alles, was reinkommt, wird hier überprüft, wird katalogisiert, wird an die Kunden weitergegeben. Oder natürlich, wenn was zu reparieren ist, wie hier der Pfeil, ich lege den mal auf Seite, da ist was defekt dran, wird natürlich auch sofort geklebt, gemacht. Selbstverständlich können wir hier auch Armbrüste reparieren. Wir können bei Compoundbögen auch Sehnen erneuern, zum Beispiel bei den Schusswaffen die Montagen setzen, die Picatinny-Schiene drauf montieren oder entsprechend ZF montieren und so weiter. Wie gesagt, wir haben ein interessantes, umfangreiches Werkstattsystem zur Verfügung. Wir arbeiten da auch mit externen Mitarbeitern teilweise, wenn es um spezielle Sachen geht, wie Büchsen machen oder sowas. Kein Thema. Würde mich freuen, wenn ihr da auch da was braucht, Reparatur, auch wenn es nicht bei uns erworben wurde, könnt ihr mich gerne mal ansprechen. Die Abteilung Bogensport. Die haben wir zum Beispiel einen mongolischen Reiterbogen, den ich gerade ein bisschen justiert habe, eingestellt habe. Habt ihr schon ein paar Mal gesehen, die Abteilung? Hier werden auch die Armbrüste repariert, konfiguriert, zusammengebaut für den Kunden, überprüft, ob das alles passt. Sonderkonfiguration Pfeile. Für jeden Kunden individuell angefertigt von uns. Beinwert wird ausgerechnet, die Länge, Naturfedern, Gummifedern, Vanes, alles, was ihr haben möchtet, Frontwicklung oder ohne, wie auch immer,
Also alles, was mit Bogensport zu tun hat und natürlich auch Armbrustsport, findet ihr wie immer bei der Firma CMO. Die Abteilung Messer und Schwerter. Habe ich schon bei der Einleitung gesagt, vor 30 Jahren wollte jeder Taschenmesser haben, Schwerter, Mittelaltermesser, Sachen. Ist leider ziemlich eingeschlafen durch Änderung des Waffengesetzes, das aber gar nicht so schlimm ist. Natürlich beraten wir euch auch da jederzeit passend, was dürft ihr haben, was dürft ihr nicht haben. Alles, was man hier sieht, ist natürlich völlig legal. Selbstverständlich arbeiten wir mit den Behörden zusammen. Nicht alles darf man führen. Man muss unterscheiden zwischen Führen von Schieb- und Stichwaffen und Besitzen. Aber prinzipiell, alles, was hier rumliegt, dürft ihr haben. Sei es Messer, Taschenmesser, Einhandmesser, Zweihandmesser. Ja, auch ein Zweihandmesser darf man haben. Man darf es nur nicht immer führen, sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen. Wurfmesserabteilung, ganz groß bei uns, ganz nachgefragt. Messer werfen könnt ihr bei uns lernen. Zeige ich euch, wie es geht. Sehr gerne sogar. Im Moment haben wir Corona-Lockdown. Wir schreiben den Februar 2021. Noch ist Corona-Lockdown, aber wir gehen davon aus, dass es bald wieder losgeht mit unseren wunderschönen Kursen. Lauft mir einfach mal ein Stück hinten nach. Das soll auch kein professionelles Video werden, sondern einfach einen Überblick über unsere wunderschöne Firma euch zeigen. Geht einfach mal mit mir mit. So, Outdoor, zum Beispiel Jacken, Bekleidungen, natürlich gerne auch in grün für unsere Jäger, Gleitschirm, Overall, alles, was ihr euch denken könnt. Fragt einfach mal nach. Wir sind auch kein Bekleidungshaus, sondern wir haben es uns eben spezialisiert auf zum Beispiel schöne Hüfttaschen, die man anstatt eines Rucksacks tragen kann, schwitzt man nicht am Rücken. Outdoor, Funktionskleidung, wasserdicht und so weiter. Alles kein Problem. Was auch sehr interessant ist zum Thema Outdoor, was früher recht bekannt war, heutzutage leider fast nicht mehr, Solarkocher. Gibt es bei uns? Lässt sich schön einjustieren in die Sonne. Verspreche ich euch, wenn die Sonne scheint, egal ob Sommer oder Winter, in einer Viertelstunde kocht ein Liter Wasser. Kann man auch zum Grillen nehmen, zum Braten nehmen, ideal für Stadtmenschen, für den Balkon zum Beispiel, wo ihr keinen Rauch machen dürft. Wir haben übrigens ein weitläufiges Außengelände mit Lagerfeuerstätte, wo ich euch auch gerne mal zeige, wie man Feuer macht mit verschiedenen Möglichkeiten. Oder unser Team. Sowas kann aber jeder Stadtmensch sich auch kaufen, weil das dürft ihr einfach auf den Balkon stellen. Und stinkt nicht, räuchert nicht und ihr könnt trotzdem damit kochen. Wir machen einen Schwenk. Hier sind wir in unserem Schulungsraum. Wie gesagt, ich lege keinen Wert darauf, dass alles immer wunderschön in den Regalen eingeräumt ist, sondern das ist hier ein Betrieb, der im Betrieb ist. Das heißt, wir arbeiten hier praktisch. Gestern zum Beispiel war ich in der Schießanlage, habe verschiedene Waffen ausprobiert für Kunden, für Behördenmitglieder. Sportschützen dürfen im Moment nicht schießen, die Schützenvereine sind gelockdownt. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich Waffen, die wir ankaufen, die wir überprüfen, durchschauen, ob das passt. Nur mal ein kleiner Einblick in die Waffenabteilung. Sig Sauer P320, eine wunderschöne 9mm Waffe. Das sind keine Schreckschusswaffen, das sind alles echte. Da haben wir eine Walther, eine KSB 200. Sowas kaufen wir also auch gebraucht an. Überprüfen die Sachen, wie gesagt, gestern Probe geschossen von einem Teammitglied und dann wird die auch wieder verkauft. Spezielle Waffe, kennt ihr alle aus dem James-Bond-Film, die Walther PPK, Kaliber 32. PPK bedeutet Polizeipistole Kriminal. Zu Deutsch ist es Kaliber 7,65, das steht auch drauf, Millimeter, aber international Kaliber 32, wird heute noch gerne eingesetzt, sind schöne Waffen. Eine gängige Heckler & Koch SFB 9. Wie sie zum Beispiel auch die Polizisten führen im Dienst. Und eine 1911er liegt hier auch noch rum. Also war nur so ein kleiner Überblick. Mit dem Koffer war ich gestern in der Schießanlage. Das war eine Arbeit, die Sachen zu überprüfen, zu checken, zu machen, zu tun. Alles in Ordnung, alle Waffen laufen, können jetzt eben katalogisiert und an die Kunden weitergegeben werden. Unser Zubehörregal gibt es alles von Gehörschutz über Schutzbrillen. Beschusstest auf eine alte Pfanne haben wir mal gemacht, um mal zu zeigen, wie die verschiedenen Kaliber entsprechende Durchschlagwirkung zeigen. Es gibt hier Dummy-Patronen, Reinigungsmittel, Endoskope für Waffen zum Untersuchen. Also alles, was ihr euch denken könnt im Zubehörmarkt, gibt es auch bei uns. Und ja, ich sage es, wiederhole es nochmal, wenn ihr Fragen habt, dann ruft ihr mich doch einfach mal an. Als nächstes zeige ich euch noch unsere kleine Trainingsanlage, kleines relativ, zum Bogen- und Armbrustschießen.
Da, wo unser Kameramann jetzt steht, sind es genau 25 Meter bis zu unserer Bogenzielscheibe. Hinten dran befindet sich ein Pfeilfangnetz, das auch für Luftgewehre geeignet ist. Also da oben drauf seht ihr zum Beispiel ein paar alte Dosen. Selbst die könnte man abschießen. Hier können wir durch schön Luftgewehre einschießen, einstellen. Da ist unser Einstellstand. Hier sind es zum Beispiel genau 18 Meter, wo ich gerade stehe. Wie gesagt, da hinten ca. 25. 18 Meter Schießanlage, um zum Beispiel Bögen auch auf Wettkampfdistanz zu testen oder Armbrüste. Auch das ist bei uns natürlich möglich. Besonderheit jetzt im Corona-Lockdown oder generell für Sportschützen zu Hause mit scharfen Waffen ist unser Laserzielsystem, unser CMO-Laserzielsystem. Wir haben hier sehr aufwendig gearbeitete Edelstahl-Laserpatronen, geht mit einer kleinen Batterie. Bei Abschlag durch den Schlagbolzen, ich halte es mal ein bisschen näher hin, gibt es auch noch mal ein separates Video, gibt es einen kleinen Laserimpuls. Das Ding geht tatsächlich auf 30, 40 Meter, haben wir ausprobiert, es ist jetzt ausgeschaltet, hat auch keine Batterie drin. Blinkt grün und rot, kann man verschiedene Modi einstellen, gibt es verschiedene Scheiben, die miteinander kommunizieren. Schaut mal das andere Video an, wo es um dieses Laserzielsystem geht. Tolle Sache, um zu Hause zu trainieren. Sowohl für Sportschützen, für Jäger gibt es in verschiedenen Kalibern, als auch für Berufsschützen, wie zum Beispiel Polizisten, um den Umgang mit der Waffe zu trainieren. Wir sind angekommen beim Thema Kampfkunst. Tolle Sache, so eine Kung-Fu-Puppe kennt fast jeder. Aus irgendwelchen Kung-Fu-Filmen, früher ganz berühmt durch Bruce Lee, bekannt durch Jackie Chan oder auch andere viele chinesische Produktionen. Also da geht es speziell darum, das Ding wird auch Holzhölzerner Mann genannt, da gehe ich aber mal auf einen anderen Film genauer drauf ein, was man damit trainieren kann. Auf jeden Fall geht es nicht darum, sich hier die Fäuste kaputt zu schlagen, sondern es geht eher um sinnvolle Winkelblockierungsarbeiten und solche Sachen. Aber da wird es mal ein extra Video geben, speziell über Kung-Fu. Letzte Abteilung für heute, Kung-Fu-Raum. Hier finden Kurse statt, Selbstverteidigung, speziell Unterricht im Kung-Fu-Training, speziell in unserem eigenen entwickelnden System Leo Chi Kung-Fu. Das arbeitet in sechs verschiedenen Distanzen, von ganz außen reingehend im Bereich Stopp, ich möchte nicht, dass du mir näher kommst, das ist so circa 6 Meter entfernt, da komme ich aber nochmal speziell drauf. Distanz 5 wäre zum Beispiel Einsatz von werfenden Gegenständen, Pfefferspray, Autoschlüssel werfen, sowas. Distanz 4 wäre alles, was ein bisschen weiter weg ist als der Körper. Das sind Sachen, die in den meisten Selbstverteidigungsschulen auch nicht unterrichtet werden. Wie gesagt, Distanz 4 nur mal grob als Überblick, beispielsweise mit Stöcken, Regenschirmen, Distanz 4, was man so erreichen kann, ne? Entsprechend. Distanz 3 beim Leo Chi Kung Fu wäre alles, was man mit den Händen, Fäusten oder Füßen erreichen kann. Distanz 2 kämen wir dann eben schon zu Knien, Ellbogenarbeiten. Distanz 1 arbeitet direkt eng mit dem Körper. Ich gehe einfach mal hin, also auch der Körper kann zum Beispiel als Hüfte sehr effektiv als Waffe eingesetzt werden. Ganz, ganz wichtig bei uns, dafür wird es Kurse geben, auch ein separate Filmchen dazu, ist die Ebene 0. Die Ebene 0 ist die innere Einstellung, wirklich das zu tun, sich zu wehren, täglich zu arbeiten. Unser System heißt Leo Chi Kung Fu. Dafür wird es, wie gesagt, ein eigenes Video geben. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen bei uns. Es war ein kleiner Überblick über die Firma. Hier sind wir auch nochmal gleichzeitig in der Bogenschießanlage, wie man da vorne sieht. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal, gebt uns einen Daumen nach oben, ruft mich an, wenn ihr Fragen habt, schaut auf der Homepage vorbei, www.cmo-arnstein.de. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund, bis zum nächsten Filmchen. Eure Michaela.